zwar einige oder ein bekanntes Scheinargument rund um Imam Ahmed. Und zwar manche Leute wollten behaupten, Imam Ahmed sei ja nur ein Muhaddith und kein Faqih. Sie sagen ja, er hat Wissen über Hadithe, er kann Hadithe überliefern, aber was den Fiqh angeht, so hat er nicht jenes Wissen. Und auf dieses schwache Scheinargument antworteten auch viele Gelehrten. Warum? Weil Imam Ahmed, wenn er Fatawa gab, gab er Fatawa anhand von Hadithen, anhand von Aussagen der Sahaba. Und er wendete nicht seinen eigenen Ra'i an. Ja, Imam Ahmed, was ist deine Meinung in Bezug auf dies und jenes? Ja, ich denke, ich meine, man könnte. So etwas hatte er nicht. Er hatte Qala Allah, Qala Rasul oder Qala Sahaba. Die Sahaba haben gesagt. Das war seine Vorgehensweise. Und manche Unwissenden dachten, dass wenn jemand so vorgeht, dass er kein Fiqh hätte, dass er kein Wissen hätte. Und wir sagen, das ist falsch. Genau das ist der Fiqh. Und genau das ist doch das Wissen. In Bezug auf dieses Scheinargument sagte der bekannte hanbalitische Fiqh-Gelehrte Abul Wafa ibn Aqil, der übrigens zu den Schülern von Abu Ya'la, Al-Qadi Abu Ya'la zählt, im 5. Jahrhundert, er sagte, und zu dem Seltsamsten, was man hören kann über diese jungen Unwissenden, dass sie sagen, Ahmed ist kein Faqih. Und vielmehr nur ein Muhaddith. Er sagte, und dies zählt zu der enormen Unwissenheit. Denn er baute seine Aussagen auf Hadithe auf, welche die meisten anderen nicht kennen. Und von ihm gingen genaue Fiqh-Ansichten aus, die wir bei anderen nicht vorfanden. Und er hatte den alleinigen Vorzug des Auswendiglernens. Und war meist auf der gleichen Stufe wie die großen Fuqaha und manchmal sogar über sie. Also Ahmed baute seine Fatawa, seine Antworten auf Hadithe auf. Und die meisten anderen kannten diese Hadithe nicht. Die meisten anderen bekannten Anhänger der Rechtsschulen, sie kannten nicht mal diese Hadithe. Und von Ahmed gingen sogar Fiqh-Ansichten aus, die man bei den anderen so nicht vorfand. Und was das Auswendiglernen angeht, so ist er über die anderen. Er ist über Abu Hanifa, er ist über Malik, er ist über Al-Shafi'i, er ist über die allermeisten. Deswegen ist dieses Scheinargument natürlich nichtig. Imam Ahmed war einer der großen, der ganz großen Fuqaha dieser Umma.